Und dann laufe ich so Richtung Strafraum, nehme so den Ball, boom, haut er mir einfach volle Kanne auf die Nase. Ich stehe auf, hab Nasenbluten. Dann trainierst du daneben Clint Dempsey, Jose Altidore, keine Ahnung, Michael Bradley und dann auf einmal kam wirklich die Nominierung. Das war dann halt alles wie in einem Film. Mhm. Und am Ende des Tages traut sich aber keiner, sich zu outen oder weil du weißt, das kann karrieretechnisch einen Knick bedeuten. Und weil das ist doch einfach menschlich und damit, das können doch Leute auch packen. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Interview auf diesem Kanal. Ich bin heute wieder nicht alleine, sondern bei mir ist Terence Boyd. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Super, gerne. Erste Frage natürlich, wie geht's dir? Wie geht's mir? Ja, mir geht's gut. Sehr schön, sehr, sehr schön. Lass uns zu Beginn über die aktuelle Situation in Lautern sprechen. Ihr wart nach den ersten neun Spieltagen auf Platz 3. Jetzt in der Tabelle ein bisschen runtergerutscht. Wie konnte das in der Schnelligkeit auch passieren? Gibt es eine Erklärung für? Das ist eine sehr gute Frage. Also wir haben eigentlich schon eine intakte Mannschaft, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob es nur Spielglück ist, irgendwie kamen wir nicht mehr so richtig ins Punkten rein. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst hier, es geht jetzt gerade gar nichts mehr, sondern ich meine, es hatten wir auch einen Trainerwechsel, jetzt ist sowieso ein neuer Input, alles neu und auch wieder so ein Prozess, der jetzt gestartet ist, aber es wird dann auch wieder Früchte tragen und also ich bin aber sehr optimistisch, dass wir das Ruder da rumreißen. Also ein guter erster Eindruck von Gramotzes? Ja, auf jeden Fall und wie gesagt, jetzt geht es darum, dass wir natürlich viel implementieren, dass wir jetzt einfach viel auch annehmen von diesen neuen Ideen, offensiv wie defensiv. Hatten jetzt erst eine englische Woche, 2 Spiele in 7 Tagen, wo wir jetzt noch nicht viel trainieren konnten. Aber jetzt denke ich mal, mit den nächsten Wochen und der Winterpause und der Vorbereitung, da wird man dann, denke ich mal, auch Ergebnisse sehen. Wie ist der neue Trainer an die Aufgabe herangegangen? Was sind die groben Veränderungen? Wofür wollt ihr stehen in der Zukunft? Hat er da schon was durchklingen lassen? Na, ich meine, jeder, der auf den Betze kommt, der wird dann auch, denke ich mal, an unsere Tugenden appellieren. Und das ist ja nichts Neues für uns. Aber wie gesagt, es geht einfach jetzt nur so ein Feinschliff, was einfach taktische Sachen angeht, weil die Basis ist ja immer, dass du halt den Arsch aufreißt, dass du kämpfst, dass du auch Rückstände wieder wettmachst und aber wie gesagt, einfach was die Software angeht, dass wir da einfach besser werden, dass wir da im Positionsspiel enger, besser sind, dass wir Ball besser laufen lassen und einfach vorne wie hinten effektiver sind. Ne? Terence, lass uns einmal über deine aktuelle Situation sprechen. Im Sommer kam mit Ragnar Ache ein neuer Stürmer mit dazu, der jetzt einen Ticken länger verletzt war auch. Du dann wieder in der Position gestartet bist, aber toremäßig bei 2 aktuell stehst. Wie gehst du mit der Situation um, dass du aktuell augenscheinlich erstmal hinten anstehst? Und wie ist da auch der Ablauf bei euch beiden? Wie geht ihr miteinander um? Ah, wir gehen miteinander eigentlich super um. Also ich mag ihn sehr, ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit und ich glaube, wir sind beide so einfach Teamplayer, also wir gönnen uns die Tore gegenseitig. Ich unterstütze ihn, er unterstützt mich jetzt auch, wo er nicht gespielt hat und der ist super, auf jeden Fall. Aber ja, für mich persönlich natürlich 2 Tore ist natürlich wenig, gerade nach der letzten Saison, aber so ist Fußball, muss man weiterarbeiten, dann geht das schon wieder. Ist es schwierig, sich nach so einer letzten Saison mit einer neuen Rolle zufrieden zu geben? Ja, das war schon in der Tat auch ein kleiner Prozess, den ich auch durchmachen musste, wo du halt es dann gewohnt warst, einfach jedes Spiel zu starten und dann kommst du auf einmal von der Bank, was nicht nur am Ego kratzt, sondern einfach, ich fühle mich wohler, wenn ich von Beginn an spiele, als wenn du dann mit 180er Puls eingewechselt wirst und schnell irgendwie was machen sollst und bewirken sollst. Aber so ist das. Das habe ich dann irgendwann auch angenommen. Und am Ende des Tages ist es dann ja wirklich so, dass der Verein über allen steht, dass wir alle gewinnen, wenn das Team gewinnt. Und von daher musst du dann halt, was auch immer deine Aufgabe ist, dich dem unterwerfen. Und dann bin ich dann auch jetzt gut klargekommen, denke ich. Und das Motto ist dann einfach, egal wie viel Spielzeit, dass du halt alles rausballerst. Ihr habt jetzt im DFB-Pokal mit Hertha BSC einen Gegner zugelost, der in derselben Liga spielt. Was geht diese Saison im DFB-Pokal? Ist das so ein Wettbewerb, wo du sagst, da habe ich mega Bock drauf?
Ich denke mal, wir alle. Also es ist natürlich schön, dass wir als Zweitligist im Viertelfinale jetzt stehen. Und ich glaube, jeder hat da Bock drauf, auf jeden Fall. Aber ist natürlich jetzt nicht das Hauptaugenmerk in der Saison, weil gerade jetzt tabellarisch es nicht so super aussieht. Trotz alledem wollen wir so weit kommen, wie es geht. Und rechnen uns da auch Chancen aus, weiterzukommen. Ja. Also schon Bock auf Berlin? Ja, 100%. Ja. Also hoffentlich fahren wir da nicht nur einmal hin. Sehr gut. Lass uns einmal in die Vergangenheit blicken. Du wurdest 2012 das erste Mal für die US-Nationalmannschaft unter Jürgen Klinsmann nominiert. Mhm. Das ist ja eine sehr, sehr spezielle Story, weil du damals bei Dortmund 2 gespielt hast. Nimm uns mal mit, wie war das damals von der Gefühlslage für dich? Hast du damit gerechnet? Kam es komplett aus dem Nichts? Surreal. Also ich habe da ein paar Wochen vor der Nominierung schon so erfahren, so ja, kann sein, dass du wohl gegen Italien dabei bist, wo ich dann so gesagt, weil ich bin bei Dortmund Amateur, ich spiele in der Regionalliga West und habe noch keinen Profivertrag. Ja. Genau, so, ne? Also, nee. Surreal. Und dann auf einmal kam wirklich die Nominierung, das war dann halt alles wie in einem Film. Mhm. Nach dem Spiel, wo ich abgeholt bin zum Flughafen, lande Mailand, werde vom Chauffeur mit Anzug in der Limousine nach Genua gefahren, Security auf dem Hotel, voll der falsche Film einfach und dann trainierst du daneben Clint Dempsey, Jose Altidore, keine Ahnung, Michael Bradley und das war schon heftig und Dann haben wir auch da gewonnen, dann 10 Minuten vor Schluss eingewechselt worden, dann, es ist krank. Also war schon echt schön, ja. Es war ja auch eine Mannschaft, Italien, bestehend aus voll vielen Legenden eigentlich des Sports. Was ist das für ein Gefühl, wenn du dann auf den Platz kommst und du siehst da die Idole von Fans, von wahrscheinlich auch Spielern? Ja. Wie ist das Gefühl? Ich weiß noch, dass ich damals, ich würde unbedingt mein Trikot mit Balotelli tauschen. Der hat aber irgendwie zu der Zeit wieder Scheiße gebaut, dass er nicht eingeladen wurde. Da war er ja noch richtig krass. Hab dann ein Trikot mit Chiellini getauscht. Ja. Aber es ist Tor, Buffon, das ist Pirlo war da. Wie gesagt, du denkst einfach, was mache ich hier eigentlich gerade? Ich habe hier nichts zu suchen. So, und das war schon krass, ja. Ist Chiellini das krasseste Trikot, was du jemals ertauscht hast? Ibrahimovic habe ich noch. Ja, gut, das ist auch nicht ganz so schlecht. Ja. Lass uns einmal über die WM 2014 sprechen, weil du hast viele Einsätze auch in der Quali gehabt und wurdest dann trotzdem nicht nominiert. Wie war damals das Gefühl, warst du sehr enttäuscht darüber, Verständnis dafür gehabt? Ich bin ein Typ, der sich immer eigentlich relativ schlecht redet. Mhm. Aber da hätte ich schon dabei sein müssen, weil ich in der Saison, jetzt muss ich lügen, für Rapid Wien vielleicht 13 Tore oder so in der Liga gemacht habe. Ich habe in der Euroleague habe ich auch getroffen in der Gruppenphase. Ich habe ein gutes Jahr gehabt, also ich war echt gut drauf und dann wurde dann, weiß ich nicht, Ü30, jetzt bin ich selber Ü30, MLS-Stürmer mitgenommen, der dann auch, als wir gegen Belgien rausgeflogen sind, aus 1 Meter rübergeschossen hat. Und dann haben sie dann in der Nachspielzeit durch De Bruyne, glaube ich, verloren, sind rausgeflogen. Und das hätte ich auch geschafft, sagen wir so. dann hat sich Jose Altidore im ersten Spiel auch verletzt, dass er, glaube ich, gar nicht mehr mitgespielt hat im restlichen Verlauf des Turniers. Und dann sitzt du da als Stürmer und denkst, ja super, und da konnte er nicht mehr nachnominiert werden, glaube ich. Ja, und das hat wehgetan, dass du diese WM verpasst hast und Gruppe haben wir auch gegen Deutschland gespielt. Mhm. Schade, aber ja, so ist das. Wie geht man mit so einer Enttäuschung um, weil es ja auch ein schwieriges Thema, was öffentlich gar nicht so krass behandelt wird, wie Profisportler auch mit solchen Entscheidungen dann umgehen. Hast du da für dich irgendwie einen Weg gefunden, dass du sagst, ich pack's erstmal beiseite? Oder? Ich bin ganz ehrlich, da war ich 21, 22 mit meinen Jungs aus Bremen-Nord nach Malle geflogen, hab Saufurlaub. Also, wie gehe ich damit um? Das war noch nicht so mit, wie arbeite ich das? Was heißt das denn nicht aufarbeiten, aber wie gehe ich da mit dieser Enttäuschung um? Nee, gut, du hast ja eh nur diesen einen oder zwei Slots im Jahr, wo du halt in Urlaub fliegen kannst und dann. Dann war es Malle. Machst du das? Ja, genau. Aber würdest du heute anders machen? Naja, heute habe ich Frau und Kinder, dann fliege ich aber trotzdem auch in Urlaub und dann einfach abschalten, fertig. Ja. Aber es ist kein Saufurlaub auf Malle mehr? Dann? Nee, das dann halt nicht mehr. Ja, okay, gut. Aber auch es war kein Ballermann, sagen wir es mal. Okay, gut. Ja. Lass uns noch einmal über die Olympia-Qualifikation mit der U23 sprechen, 2012. Ja. Ich weiß, schwieriges Thema. Es gab damals viel Häme von den US-Medien, dass ihr die verpasst habt. Wie schwierig war auch da der Umgang für dich damit?
Das war traurig, weil das war Olympia London, glaube ich, das wir hätten mitnehmen können. Das ist ja für einen Sportler immer was Riesiges. Ja. Also nicht nur die WM, auch Olympia dabei zu sein. Und ja, tut mir leid, das ist machbar. Ne? Ja. Und dann sind wir rausgeflogen, das weiß ich noch. Wir hatten dann so ein Do-or-Die-Spiel gegen, ich glaube, El Salvador, U23. In dem Spiel wurden einfach zwei Spieler in die Schulter gebissen. Ja. In die Schulter? Wie entsteht denn sowas? Das sind immer mexikanische Schiris, CONCACAF, alle hassen USA. Aha. Und die schauen noch nie hin. In dem Spiel, das gibt es auch noch auf YouTube, glaube ich, mich einer so die ganze Zeit genervt, habe ich diesen weggeschoben, oder geschubst. Und dann laufe ich so Richtung Strafraum, wir haben so den Ball, boom, haut er mir einfach volle Kanne auf die Nase. Ich stehe auf, habe Nasenbluten, guck den Schiri an, er sagt, ja, habe ich nicht gesehen. Hättest du dir gewünscht, dass es damals ein VAR gegeben hätte? Schon? Ja, die hätten noch einen Weg gefunden, dass es trotzdem eine gelbe Karte wäre. Einfach so, haut mir einfach aufs Maul und keine gelbe, nichts. Und dann haben wir, ich glaube, durch einen Torwart, durch einen Patzer am Ende war es entweder verloren oder unentschieden und wir hätten Sieg gebraucht, irgendwie so. Da gibt es aber keine Entschuldigung für, das hätten wir gewinnen müssen. Und den, also wir hätten uns auf jeden Fall qualifizieren müssen in der Gruppe oder in dieser Konstellation. Und, oh, es tut dann echt weh, wenn du halt, ja, es war die einzige Chance für mich und für die anderen Jungs auch, dass du bei Olympia dabei bist. Danach ist ja 4 Jahre später ist wieder der nächste Slot und ja. Ist jetzt 11 Jahre her, gibt es heute noch manchmal einen Moment, wo du drüber nachdenkst und dich ärgerst oder hast du das für dich komplett abgeschlossen mittlerweile? Ich bin da cool mit, natürlich, so ist das Leben, aber trotzdem halt in dem Moment hat es halt wehgetan, weil das hättest du sehr gerne mitgenommen, das Turnier. Du bist in den letzten Jahren vielleicht das Gesicht beim FCK in Lautern, hast immer gute Leistung gebracht. Wie schwierig war es jetzt auch für dich, dass in deiner Zeit in Lautern kein Anruf mehr kam von der US-Nationalmannschaft? Ach, nee. Da bin ich nicht, also soll ich das sagen, weil wir haben jetzt einen harten Umbruch bei der US-Nationalmannschaft gehabt und was da gerade, also ich würde es schon als goldene Generation betiteln, was da jetzt abgeht, was da für Spieler sind, auch im Sturm. Von daher ist das jetzt nicht so, ich hinterher traue. Und ich finde das auch cool und richtig so, gerade jetzt in Bezug auf die Heim-WM 26, ne? Yes, ja, 26. So, dann bin ich mal gespannt, was die Jungs da rocken werden, weil da hast du dann Weston McKennie, einen Tyler Adams, einen Pulisic, einen, ich vergesse jetzt gerade noch so viele, die ja eigentlich fast an Primetime vom Alter her kratzen. Das wird schon cool, ja. Also deswegen heule ich da nicht rum, dass ich da jetzt nicht mehr dabei war, ja. Aber bist du zufrieden mit der Entwicklung vom US-Fußball und siehst da eine große Zukunft? Ja, schon, weil es immer mehr Junge jetzt schaffen, in den Top 5 Ligen der Welt Fuß zu fassen und bei großen Clubs spielen und auch geil ausgebildet werden und da kann man schon stolz auf sein. Dann gucken wir mal, wie sich das dann auf die Leistung überträgt in der Nationalmannschaft. Lass uns noch mal ein bisschen über deine Karriere sprechen. Du hast ein paar Vereinswechsel hinter dir gehabt, verschiedene Länder. Gab es für dich eine Saison oder eine Station, die dich extrem geprägt hat, wo du heute drauf zurückguckst und sagst, boah, das hat im Endeffekt echt unfassbar viel Bock gemacht? Ich würde schon sagen, dass Rapid Wien schon sehr prägend war, auf jeden Fall. Das war schon cool. Also auch als junger Spieler dann zum ersten Mal richtig raus aus Deutschland, aber es hat sich eigentlich gar nicht so angefühlt. Ich meine, ich konnte 2 Jahre lang Euroleague mitnehmen. Die Derbys gegen Austria waren auch immer geil. Ja, und auch von den Fans, das war schon cool, ja. Du hast auch neben dem Fußball einen eigenen Podcast, Weiter geht der Lachs. Weiter geht der Lachs, genau. Nimm uns mal mit, um was geht's und über was sprecht ihr, über welche Themen oder über welche sprichst du? Ich versuche nicht so viel über Fußball zu reden, weil das ist mir ein bisschen zu langweilig und ich finde auch wenn ich mich auch wahrscheinlich zugegebenermaßen als Fußball identifiziere, bin ich aber auch noch, steckt dann auch ein Mensch dahinter. Ja. Und deswegen ist es mir wichtig, einfach über Alltagsprobleme zu reden. Wir labern viel Scheiße, haben aber auch mal coole Gäste dabei. Also klar, meistens sind es Fußballer oder außer Fußballer. Welt, versuchen wir auch noch andere Gäste zu holen. Hatten Baba Grafati jetzt auch mit dem Suizidversuch, also wo es auch Richtung Mental Health geht, finde ich auch schön, dass du solche Themen ansprichst. Wir versuchen sehr, sehr divers zu gehen, also was auch die Gäste angeht, bald in Zukunft. Also hört es euch auf jeden Fall an, es ist echt amateurhaft. Ist verlinkt.
Reinhören. Geil, ist amateurhaft, aber es ist ehrlich und es ist einfach, Louis Schwab und ich, wir labern einfach über das Leben und ich denke, da können sich auch ganz viele Leute mit identifizieren oder haben auch so ähnliche Probleme, die eigentlich keine Probleme sind. ja, wir labern über das Leben und es macht einfach Spaß. Hilft dir das neben dem Fußball auch abzuschalten oder ist das eine der Dinge, die du machst, um ja, weil es immer mal cool ist und du hast mal andere Anregungen. Also wenn ich überlege, als ich Anfangsprofi, ja, ich war jetzt Anfang 2021 und da war ich Single. Alter, da hast du morgens trainiert, den Rest des Tages wusstest du nicht, was du machen solltest. Dann warst du feiern, dann warst du shoppen, hast dein Geld weggeworfen, du hast die Zeit eigentlich weggeworfen und du verblödest mit jedem Jahr. Und jetzt finde ich das cool, weil es einfach mal einfach ein anderer Input ist, du mal über den Tellerrand herausschaust. Ja, es ist mal cool, andere Erfahrungen zu machen und den Kopf mal wieder ein bisschen irgendwo anzuregen. Dass es nicht nur um Fußball geht, was klar mein Leben ist, aber es, wie gesagt, es gibt halt auch noch privat auch noch andere Themen und das finde ich dann ganz cool, dass man das auch mal so angehen kann. Du hast gerade Baba Grafati als Gesprächsgast angeteasert, der bei euch im Podcast war. Da ging es um das Thema Mental Health. Im Fußball findest du, das ist ein Thema, was immer noch, oder wo zu wenig drüber gesprochen wird, im Fußball auch? Ja, einmal das und noch zu wenig gemacht. Also wenn du mal guckst, wir hatten, ich glaube, Parade, also über Enkel brauchen wir nicht reden, ja. Das ist schon mal ganz, ganz schlimm. Da hast du Baba Grafati, wo nichts passiert ist. Ich glaube, das beste Beispiel ist auch noch Sebastian Deisler. Ich glaube, das ist eigentlich der Mario Götze, der uns zum WM-Sieg hätte schießen sollen, ja. Weil der war ja auch einfach das Jahrhunderttalent damals. Ja. Und das ist schade, also bei Depressionen und dasselbe, sage ich auch, selbe Kiste wie Homosexualität. Dann ist nach außen ist es immer, oh ja, das finden wir schön und das unterstützen wir. Und am Ende des Tages traut sich aber keiner, sich zu outen oder weil du weißt, das kann karrieretechnisch einen Knick bedeuten. Und das beste Beispiel gab es im Football, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, Michael Sam oder so. Der hat sich vor dem Draft bewusst geoutet. Der war projected First Rounder und am Ende war der als, keine Ahnung, fast letzter oder undrafted, wurde er irgendwo gesigned und ist nach Wochen rausgeworfen worden, weil er nicht mehr gut genug sei. Und vorher, wenn du, wie gesagt, eine First Round projected bist, kriegst du erstmal einen Millionenvertrag und das heißt, du kannst was. Weißt du, was ich meine? Und das meine ich halt, diese Scheinheiligkeit immer nach außen hin. Unterstützen wir, begrüßen wir, aber in echt nehmen dann halt Clubs Abstand von dir und da hilft dir auch wirklich keiner. Und das ist sehr schade, dass wir heutzutage immer noch so, dass es einfach so Alibi einfach immer unterstützend ist, aber in Wirklichkeit steckt da nichts dahinter, wenn Leute halt solche Probleme haben. Und dann verstehe ich das auch, dass Leute sich nicht outen können oder auch mit Depressionen halt das geheim halten, ja. Also würdest du dir wünschen, dass sich Vereine auch noch klarer positionieren, um Spieler zu unterstützen? Ja, ich denke mal, Vereine, Verbände, im großen Stil einfach, weil da ist doch nichts falsch daran, oder ist doch nichts schwach daran. Wenn du weißt, ey, du hast jetzt einen Spieler, der halt, ja, dem es einfach mental nicht gut geht, ja, dann versuche ich doch alles, es liegt doch in unser aller Interesse, ihm zu helfen, weil dann langfristig wird er wieder für dich performen, ne? Ich weiß, es geht um Geld, aber das wird er ja auch wieder reinbringen mit Leistung. Wenn aber dieses, ja, funktioniert es heute nicht, okay, dann ist er halt weg. So, fertig. Weil in dem Geschäft sind wir alles Nummern, die austauschbar sind. Ne? Super wichtiges und schwieriges Thema. Ich bin sehr dankbar, dass du da so offen drüber sprichst. Und kann jedem nur empfehlen, die Folge mit Baba Grafati auch sich anzuhören. Ja. Weil es ist ein super, super wichtiges Thema. Lass uns zum Abschluss aber nochmal über dich als Typen auch sprechen. Weil ja in Deutschland häufig gesagt wird, es gibt gar nicht mehr die meinungsstarken Spieler, es gibt gar nicht mehr die Typen nach außen, die sich, die offen sprechen. Du bist ja schon ein Typ, der auch gerade raus seine Meinung sagt. Wie wichtig ist das für dich im Fußball, dass es auch noch Spieler gibt, die nach vorne gehen und immer ihre offene Meinung sagen? Ich finde es wichtig und ich denke mal auch aus Fansicht würden das auch so viele Leute begrüßen. Also ich hatte das große Glück, dass ich erst mit 18 Nachwuchs von Hertha kam und ich habe diese Medienschulung übersprungen. Also ich hatte sie zum Glück nicht. Ja. Aber wenn ich jetzt auch sehe, auch bei Leuten auf Top-Level wie Goretzka oder Müller oder Kramer, keine Ahnung, ist doch schön, wenn Leute mal echt sagen, ey, was soll ich jetzt hier sagen? Wir spielen eine Scheiße zusammen und das funktioniert nicht und mir geht's so und so.
weil das ist doch einfach menschlich und das können doch Leute auch packen. Mhm. Ne? Und genauso verstehe ich es aber auch, das sehe ich bei mir selber auch manchmal, wo dann einfach so Informationen vorenthältst und sagst, ach fuck it, du gehst dann einfach diese Phrasen ab, lass mich in Ruhe, bevor das einem auf die Füße fällt. Und das ist ja auch schade, aber ich glaube, Leute würden es natürlich begrüßen, wenn Leute bei mir schon sagen, oh, das, der sagt mal wenigstens was, also was eine Kabine, was ich ja allein jetzt schon für Mitspieler hatte, die mega, also dreimal so interessant sind wie ich oder noch viel krassere Sachen, lustig oder was auch immer, ja, von sich preisgeben, aber das halt durch dieses Geschäft haben sie halt diesen Filter drin, sagen, nee, bevor ich irgendwas sage, bleibe ich lieber bei dem Stani-Zeugs und bevor Leute wieder irgendwo Kritik aufkommt. Mhm. Und das ist halt echt schade, weil, wie gesagt, was meinst du, was ich für Mitspieler hatte, wo du sagst, Alter, eigentlich, wenn das Leute wüssten, dass die würden nicht so mehr feiern und oder andersrum, ist auch gut, dass du nichts von dem sagst, weil dann wärst du wahrscheinlich mal heutzutage gecancelt worden. Wahrscheinlich ja. Ja, das sollte es öfter geben, finde ich schon. Solange du natürlich deinem Verein nicht schadest. Ne? Ja. Gab es schon mal einen Moment, wo es dir auf die Füße gefallen ist, wo du gedacht hast, boah, hätte ich es mal lieber nicht gesagt? 100%, ich überlege es gerade. Also ich habe manchmal auch gerne eine große Schnauze und dann tust du es aber mit Leistung nicht, wie heißt das so, widerspiegeln. Aber mir fällt jetzt gerade nichts ein, aber 100% habe ich, also wo ich dann schon dachte, ja, jetzt mal lieber die Schnauze gehalten. Ja. Terence, du bist ein lockerer, eloquenter Typ. Hast du schon Pläne, was nach der Karriere kommen soll? Ehrlich gesagt nicht richtig. Also ich bin auch noch so am Schauen. Deswegen im Bereich Media, zum Beispiel im Podcast, oder deswegen bin ich jetzt auch hier, will ich mich auch ein bisschen austoben. Ob das was ist, ob ich da gut drin bin, das müssen dann andere entscheiden. Das sieht man dann ja, ob ich hier nochmal eingeladen werde. Doch, machst eine gute Figur. Traum von mir war es auch immer irgendwie, Talenten auf diesem Weg zum Profi werden oder auch nicht Profi werden zu begleiten. Das finde ich eigentlich auch immer spannend. Also ich würde auch eigentlich gerne auch noch auf dem Platz stehen nach der Karriere und einfach mit auf dem Platz stehen und den Leuten einfach irgendwie auf dieser Reise helfen. Und man hat jetzt schon ja, glaube ich, viele positive und negative Erfahrungen gesammelt, wo du dann sagst, hey, pass auf, das und das kannst du machen, das nicht. Oder mir geht ein Herz auf, wenn ich sehe, was in einem steckt. Mhm. Na, das sehe ich auch, wenn jetzt Jugendspieler hochkommen ins Profiteam und ich denke mir so, ich freue mich richtig für die. Ne? Und keine Ahnung, ob und inwiefern das dann irgendwann Realität wird, keine Ahnung. Aber bin ich mal gespannt. Ich weiß selber nicht, wo die Reise hingeht. Wäre Trainer was für dich? Ja, 100%, ja. Bin gespannt. Ja. Eine abschließende Frage habe ich noch an dich. Du hast ja schon mal erzählt, dass du ein großer Martin Hinteregger-Fan bist. Gibt's neue Stories? Ich habe keine neuen Stories, leider. Also, wie gesagt, ich nötige mal alle Leute, die mit ihm gespielt haben, ab und frage ihn, hast du noch irgendwas Neues? Weil ich feiere ihn einfach als Typen, weil ich mag generell immer die Spieler, die nicht so viel mit Fußball am Hut haben, weil den normalen Fußballprofi an sich feiere ich nicht. Weißt du, was ich meine? Und deswegen finde ich das umso geiler, wenn da Leute sind, die in der Freizeit XY machen und wo du sagst, Alter, okay. So, und wie gesagt, dieses Standard, sich zu ernst nehmen und ich bin Fußballprofi, und das ist nicht so mein Bier. Und deswegen feiere ich Leute wie Martin Hinteregger extremst, ja. Halt uns auf dem Laufenden, wenn was Neues gibt bei Martin Hinteregger. Ich würde sagen, wir sind mit dem Interview durch. Terence, vielen, vielen Dank für die Zeit. Dankeschön. Gerne wieder.